Also das habe ich dich bestimmt schon mal gefragt, aber was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Orange. Das stimmt doch nicht. Nur weil heute Blackbox orange ist, ist nicht orange deine Lieblingsfarbe. Nein, heute ist orange meine Lieblingsfarbe. Ja, aber ist doch Quatsch. Eine Lieblingsfarbe zeichnet sich doch dadurch aus, dass man sie immer als Lieblingsfarbe hat. Ja, aber das ist doch wie mit Essen, oder willst du jeden Tag Orangen essen? Ja. Nein. Siehste. Hallo und herzlich willkommen zu YamTamTam und zu einer neuen Blackbox-Challenge. Heute ist es die Farbe Orange und ich bin mir sicher, es sind Orangen drin. Ihr habt nämlich wieder Zutaten für uns ausgewählt und jetzt schauen wir da mal rein, was wir daraus so Schönes kochen können. Warte, ich muss mich noch farblich passend anziehen, weil den einzigen orangenen Gegenstand, den wir haben, ist von unserem Dragon Ball Video, die Muten Roshi-Jacke. So, perfekt. Jetzt bin ich auch farblich passend gekleidet. Sieht auch gar nicht seltsam aus. Ja, ich weiß. Das machen wir jetzt nur so lange, wie die Zutaten rauskommen. Los geht's! Also, wir haben einmal rote Linsenpasta, die dann aber orange wird. Ja, und die Linsen sind natürlich orange, was man sehr gut sehen kann an Linsen, die wir auch noch dazu haben. Okay, wild. Das ist auf jeden Fall schon mal eine interessante Auswahl, liebe Community. Dann eine Paprika-Chili-Rolle, so Frischkäse. Mhm, ja, mit orangener Mitte. Mhm. Okay, weiter geht's mit Möhrensaft. Okay. Ja, ihr seht schon, Verwirrung ist auf jeden Fall da. Und was passt besser zu Möhrensaft als Garnelen? Ja, sind die wirklich ja schon ein bisschen orange? Ja, ich hätte sie jetzt als rosa einkategorisiert, aber okay. Aprikosenmarmelade, die ist orange. Sehe ich aber noch nicht so ganz in dem restlichen Kontext hier. Das rühren wir einfach mit in die Cocktailsoße. Ja, wild, Schrimps und Cocktailsoße passt. Das passt gut. Wie das mit dem Rest zusammenkommen soll, fraglich. Aber Hauptsache ist am Ende scharf. Wir haben ein paar Habaneros. Die sind so gelb-orange. Das ist schon fließend alles, ne? Ja. Wie es so ist mit der Paprika, auch gelb-orange. Ja, lecker. Dann haben wir noch ein paar Cherry-Tomaten, auch in einem gelb-orange. Und Kurkuma. Last but not least, ihr habt darauf gewartet. Natürlich. Orangen. Ja, das sind ganz schön wilde Zutaten, liebe Community. Danke fürs Aussuchen. Wir überlegen uns jetzt, was wir daraus kochen. Und ihr könnt euch schon überlegen, was wir fürs nächste Mal verkochen sollen. Da ist nämlich die Farbe blau. Also Zutaten, die blau sind, ab in die Kommentare. So, ja. Ich glaube, das ist eine eindeutige Kiste. Ja. Legen wir einfach los und ihr dürft dann zum Ende erfahren, was das wird. Oder währenddessen. So, ich ziehe jetzt die Jacke aus. Damit beginnt das Arbeiten. Oh. Leute, jetzt geht's los. Felix zieht die Jacke aus. Als erstes kochen wir mal Nudeln, da kommen wir nicht drum rum. Ja, koch du mal Nudeln, ich schneide schon mal die Paprika klein. Hast du schon mal Linsennudeln gegessen? Ja, schon ein paar Mal. Die sind ja reich an Protein und sind dann manchmal ganz praktisch, anstatt Weizennudeln die ganze Zeit in sich reinzuknallen. Sind nicht mein Favorite, aber schon okay. Mhm. So, ich bleibe einfach ein Weizenmensch. So, ich liebe Weizen, okay? Glutenboy. Es ist echt so, ich liebe mein Gluten. Aber es zeigt immer, wie vielseitig eigentlich Linsen sind. Also du kannst sie zu Nudeln verarbeiten, aber du kannst daraus auch wie Pizzateig machen oder wie Brotteig. Ja, Chips. Chips kannst du draus machen. Linsen, sehr vielseitig. Wenn euch mehr Linsenrezepte interessieren, schreibt uns das doch in die Kommentare. Ja, als Kind war es auf jeden Fall schwierig mit Linsen, weil mein Vater und meine Schwester, sie liebten Linsensuppe. Ich wollte halt mehr so Nudeln mit Tomatensuppe. Das war immer ein Clash. Ein Paprika ist auf jeden Fall gut. Ist sie crunchy? Mhm. So, ich hole auch schon mal eine Pfanne für die Garnelen. So, weil wir haben ja Nudeln. Und zu Nudeln kann man ja sowas machen wie eine kleine orangene Linsenbolo. None Bolo. Wie immer. Aber ihr versteht das schon. So, ich habe jetzt erstmal hier die Cherry-Tomaten, damit die gleich in dem Topf mit ein bisschen Öl so anbraten können, damit wir noch ein bisschen Geschmack in die Geschichte reinbekommen. So, die Nudeln gehen auch rein. Also wenn ihr das zu Hause nachmacht, gönnt euch doch noch eine Knoblauchzehe. Ja. Oder eine Zwiebel. Ja. Oder beides. Ja, so ein bisschen Geschmack. Gibt leider keine orangene Zwiebel, wa? Wir hatten ganz selten Dessertboxen. Mhm. Deswegen, Leute, gebt euch Mühe, macht mal was Süßes. Soll ich dir für die Shrimps auch schon mal Öl reinmachen? Jo. Bleibt
der Geruch von angebratenen Shrimps mit Knoblauch. Mmh. Boah, ich muss immer an meine alte Hausmeisterin denken. Die hatte so eine richtig fette Katze. Also ich glaube, die lebt auch immer noch. Und für die fette Katze hat sie einmal in der Woche immer Shrimps gebraten und die der Katze gegeben. Und ich war so, warum bin ich keine fette Katze bei einer Frau? Das stimmt. Ich schneide noch hier so eine Habanero klein. Ich glaube, ich mache heute mal nicht so viel. Ja. Also die Habanero. Andere Leute möchten auch essen. Ist das so? Und alle Kameraleute so, nee. Nein. Ja, das geht los hier. Ja, dann machen wir die Tomaten rein mit der Schnittseite nach unten. Okay, er fesselt ins heiße Öl. Gut, rein mit den Chilis. Jo, du kannst auch schon mal das ganze Zeug unterheben. Jo. So schön orange. Ich glaube, wir nehmen auch nur so ein Schluck Orange, ja, der Rest ist Wasser. Und dann ist es fast wie, wenn man Zwiebeln... Das ist dann fast wie, wenn man so Zwiebeln und Karotten andreht. Nur löschen wir jetzt halt mit den Karotten ab. Oh ja, gut gemeint. Ja. Da saugen die Linsen auf. Eben. Wir machen jetzt eh gleich noch einen Schluck Wasser dazu. Das muss überhaupt nicht warm sein, aber ich hab's trotzdem hier reingefüllt. So, dann die Linsen dazu. Die saugen ordentlich Wasser. Wenn ihr sehen wollt, wie man nicht Linsen kocht, dann schaut auf unsere Pass It On Challenge mit Schon und Flo. Das war ein Desaster an der Linsenfront. Koch mit Linsen nicht. Aber ich weiß nicht, wofür. Und so viel. So, ich glaube, die Nudeln sind ja auch fertig. Wenn man so Linsenpasta kocht, das riecht immer irgendwie ein bisschen nach Pfeffer. Ja, stimmt. Aber vielleicht ist auch die Habanero gerade. Nee, das ist der Geruch von denen. Die Habanero dampft hier einfach nur so scharf herum. So, das kann jetzt hier so einen Moment einköcheln. Wir können schon mal mit so ein bisschen Kurkuma arbeiten. Eine Prise. Zur Farbintensivierung. Ja, dann können wir uns auch mal um die Shrimps kümmern hier. Kümmern wir uns mal um die Shrimps. Ich werde so ein bisschen Orangensaft hier schon mal reinpressen. Weil Zitrus passt ja eigentlich ziemlich gut in so eine Soße. Orange habe ich jetzt speziell noch nicht gehabt. Ach, aber stelle ich mir ganz gut vor. Bisschen sommerlich. Wir werden es herausfinden. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich liebe ja Orangen. Mhm. Frisch gepresster Orangensaft. Mmh. Mmh. Frisch gepresster Saft. Hier. Zack. So. Ja, man reiche mir die Shrimps. Ich reiche dir die Shrimps. Es riecht auf jeden Fall jetzt sehr orangig. Das schmeckt ja abgefahren. Boah, ist die scharf! Insane! Nico würde einfach komplett platzen. Er nimmt so einen Teelöffel. Wirklich? Batz! Kann man schon mal ein bisschen würzen, das fehlt auf jeden Fall noch. Die Linsen brauchen ja ein bisschen Salz, deswegen machen wir hier einen ordentlichen Schuss Salz rein. So eine Mini-Prise Zucker. Gerade bei den Tomaten und so ist nicht schlecht. Ich reiche hier schon mal die Aprikosenmarmelade für gleich. Ja, zum Glasieren. Hier ist auch ein kleines Löffelchen. Okay. Alle anderen, die ihre Marmelade mit dem Messer aus dem Glas holen, sind Barbaren. Das Einzige, was mir nicht egal ist, egal ob ihr mit dem Löffel oder mit dem Messer in die Marmelade geht, wenn Leute das ablecken und das dann machen, weil dann schimmelt sie sofort. Bilden mit Melissa. Ah, Cocktailsoße, die haben wir natürlich auch, aber das wird eine einfache Geschichte. Ja, ich will so ein 80er Jahre Shrimp-Cocktail machen, weil wir haben fast nie Shrimps. So, dann mal rein. Das wird wild heute, ey, karamellisierte Shrimps. Man sieht jetzt auf jeden Fall auch hier schön langsam, dass es sich so eindickt. Ein bisschen brauchen die Linsen noch, aber rote Linsen gehen super, super fix. Das ist sehr angenehm. Ich glaube, das wird ganz geil, ehrlich gesagt. Ich frag mich, ob das noch Salz braucht oder nicht. Auf jeden Fall. Dann hier. Soll ich dir ein bisschen reinmachen? Ja. Ein bisschen Salz. So, jetzt bin ich noch bei unserer Paprikarolle. Ja, das will ich einfach unter die... Entweder wir wischen es unter die Soße. Oder hier rein. Ja, oder... Ich hatte ganz kurz, wenn man das so ein bisschen wie Naruto sieht, das so in Scheiben schneidet und dann so dekomäßig drauflegt. Da muss aber kalt sein. Das sieht hier nach einer schönen orangenen Geschichte aus. Wenn ihr das Ganze schon in einer anderen Farbe sehen wollt, wir haben das Ganze schon mit Gelb gemacht, seht ihr oben die Blackbox in Gelb. Die sind crunchy. Cool. Ja, sehen eigentlich ganz nice aus. Ja. Die Shrimps kommen auf dem rosa Teller. So, ich kann hier auch mal runterdrehen. Die Linsen sind jetzt auch gut.
Die haben sich nämlich so leicht geöffnet, wie ihr seht. Wir drehen jetzt die zu runter und dann garen sie quasi die letzten Schritte entlang. Aber wir wollen ja keinen Linsenmatsch. Nee, gut. Wir räumen mal ganz kurz auf. So, die ist fertig. Gib mir noch mal einen Pfeffer, da machen wir noch einen kleinen Schuss davon rein. Ich komm mal rum. Ich bin noch bei der roten Paprika-Chili-Rolle. Ich würde es ja probieren. Probier das jetzt mit einer richtig dicken Rolle. Okay. So, ich mache hier mal die Soße rein. Okay, Leute, wenn das eine Glasflasche ist und ihr könnt es nicht zusammendrücken, weil ihr euch sonst die Hand aufschneidet, was macht ihr? Klopft ihr einfach? Geht ihr mit dem Messer rein? Naja, eigentlich gehe ich immer hin, klopf. Und dann drücke ich einmal mit dem Messer rein von unten und dann fließt das doch eigentlich. Aber die jetzt hast du einfach nur altfeuer geschmiert, hässlich. Aber guck, danke. Guck, kommt aber raus. Ja, und jetzt muss ich alles sauber machen. Ja. Ich mach selber sauber, Mann. Wie das hier aussieht. Jetzt alle in die Kommentare. Ja, genau so ist das bei mir auch. Da kommt dann Mann in die Küche und macht Blödsinn. Weil er denkt, er kann es besser und mansplaint mir Soße rausholen. Ja, hat funktioniert. So, ich schneide jetzt einfach noch Orangenhalm, weil warum nicht? Und geil. Orangenscheiben. Ich finde das so gut. Die 80er sind zurück, Leute. Das wird ja dämlich. Ja. Dann rein mit den Nudeln. Sehr expressionistisch. Die ist auf jeden Fall richtig schön orange. Ich weiß nicht, wohin damit. Dann lass die Orange halt weg. Das war nur eine Idee. Das hier muss aber auf jeden Fall... Ja. Ja, Shrimp-Naruto-Linsen-Dings. Na, gucken wir mal, ob uns das den Mund wegzwiebelt jetzt. Hab eine Nudel verloren auf dem Weg. Schnell. War ja schlecht. Aber ist immer noch scharf. Immer noch scharf. Mhm. Aber lustigerweise schmeckt es wirklich so ein bisschen Gardal-mäßig. Mhm. Ist nicht schlecht. Dafür, dass es nur Orangenzutaten waren. Wirklich? Und nichts, was eigentlich Geschmack gibt? Haben wir doch relativ viel Geschmack am Start. Aber ihr könnt es ja gerne daheim nachmachen und uns schreiben, wie euch unsere orangene Blackbox schmeckt. Ja, und wenn ihr Lust auf noch mehr Farben habt, hier kommt ihr zur gelben und davor auch noch zur XYZ-Box. Vergesst nicht zu abonnieren. Wir sehen uns dort. Bis dann. Tschüss. Tschüss.